Guten Tag, lieber Fitnesstrainer, und herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute gibt es den letzten Soft-Skill-Tipp, und zwar Nummer 10. Ja, und zwar ist es die Ebene der Kommunikation. Und zwar sollte der Kunde im Fitnessstudio Partner sein. Du hörst ja bestimmt oft irgendwie, dass der Kunde König ist und man sollte dem Kunden alles ermöglichen, was er denn überhaupt braucht und sowas alles, ja. Und das ist nicht ganz meine Meinung. Meiner Meinung nach ist, der Kunde sollte Partner sein, ja. Das heißt, du bist okay und ich bin okay. Das heißt, du solltest die ganze Zeit freundlich sein, höflich sein, aber der Kunde sollte natürlich auch dir nett und freundlich gegenübertreten. Und wenn es nicht so ist, das heißt, wenn der Kunde zum Beispiel mal unverschämt wird, ja, oder dich anmotzt oder sowas, dann kannst du auch sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ja. So lasse ich nicht mit mir reden. Du musst dir nicht alles gefallen lassen als Fitnesstrainer. Ja, der Kunde ist nicht König und steht über dir, sondern er ist mit dir auf einer gleichen Ebene, und rein menschlich gesehen sollte er auch nett zu dir sein, ja, und dich nicht irgendwie beleidigen oder sonst was, und dann kannst du auch sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Das ist jedenfalls meine Meinung. Schreib mir mal deine Meinung hier unter diesem Video auf als Kommentar. Wenn dir diese Videoserie gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Doppel-Like da, ja, und abonniere auf jeden Fall den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.